Wir sind heute im Norden Mexikos an der Universidad de Sonora und unser Thema heute sind Emotionen. Dafür haben wir uns ein bisschen Hilfe geholt von den Studenten hier, die hier Deutsch lernen. Und wir versuchen euch jetzt ein paar Beispiele zu zeigen, um Emotionen auf Deutsch zu beschreiben. Los geht's! Los geht's! Arthur ist traurig, denn Nirvana hat ihn verlassen. Sie ist jetzt mit Abdir zusammen. Ireri ist panisch. Sie hat Platzangst. Der Weihnachtsmann hat mich lieb. Der Lehrer hat seiner Lieblingsschülerin Kuchen mitgebracht. Die ganze Klasse ist eifersüchtig. Iban klaut Conchita den Kuchen. Conchita ist wütend. Die Schüler sind müde, denn sie haben gestern zu lange gefeiert. Oskar ist verzweifelt. Er muss dringend zur Toilette. Die Schüler reden über ihre iPhones. Arthur hat kein iPhone. Er fühlt sich ausgegrenzt. Louis' iPhone ist kaputt gegangen. Arthur ist ein bisschen schadenfroh. Abdir ist glücklich. Er hat 200 Pesos gefunden. Arthur ist heute mutig. Nirvana ist überrascht. Janusz ist stolz, denn er hat gestern ein Gitarrenkonzert gespielt. Die Studenten freuen sich so sehr, dass sie die Ode an die Freude singen. Freude, Schöner, Götter, Funken, la, 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 la. Ich habe eine Eins. Ich habe eine Sechs. Francisco ist neidisch auf Alba. Javi, das ist eklig. Alex zeigt einen Zaubertrick. Carlos ist beeindruckt. Claudia, du bist ganz schön neugierig. Erna hat Höhenangst. Nein, was ist das? Oh, ist das peinlich. Das war unser Video zum Thema Emotionen. Vielen Dank an die Studierenden und Lehrerinnen und Lehrer der Universidad de Sonora, die diese ganzen Emotionen hervorragend schauspielerisch dargestellt haben. Und jetzt seid ihr dran und könnt selbst noch ein bisschen üben. Ihr könnt neue Vokabeln lernen, das Ganze interaktiv mit Videos. Probiert das mal aus in unserer App Seedlang. Hier könnt ihr direkt zur App gehen und das ausprobieren. Wir freuen uns auf euer Feedback. Vielen Dank, dass ihr diese Woche dabei wart. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und wir senden euch viele Grüße aus dem Norden Mexikos. Tschüss! Tschüss.